Als je nergens bent, hoe kun je het uitkijken op de aarde? Droge. Droge. Herger, wie kan je het? Heiße Autos, starke Auspuffe, willkommen bei Christian Angel 3000. Okay, das Intro habe ich erstmal total verkackt, aber herzlich willkommen wieder bei Gran Turismo Sports. Ich begrüße euch bei der VR-Version. Wie ich im letzten Video angesprochen habe, werden wir jetzt die VR-Version testen und ich hoffe, das funktioniert auch alles. Wir könnten jetzt VR-Showroom machen oder VR-Fahrt. Was wollen wir dann als erstes? Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den VR-Room und schauen, was uns da erwartet. So, mal kurz. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Warte mal, wie war denn das jetzt? So, jetzt. Erstmal Bild ausrichten. So. Also, wir haben den Mazda Roadster am Start. Ja, oder das da, oder das da. Ich würde sagen, wir nehmen unser Auto. So. Ende. So, wir haben kein Analog. Okay. Taste Autolichter wechseln, Taste drücken, rechts die Kameraausrichtung, kann man bewegen. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich jetzt auf meinen. Ich probiere es mal, ob es damit auch funktioniert. Ich lege mal meinen Controller in die Hände. Alles klar, okay. Starten wir. Okay. Okay, es funktioniert auch. Nice, 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 nice. So. Kann man rein? Wir rein? Lichter. Okay. Hoch, das war jetzt zu weit. Entschuldigung. So. Wieder Bild ausrichten. So, wie war das? Zurück. Kameraausrichtung. Links, rechts. So. Schwarzer Hintergrund. Ja, ist schon geil gemacht, auf jeden Fall. Aber hätte mich gerne ins Auto reingesetzt. Sport. Okay, interessant. Schick, 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 Leute. Schick, schick, schick. Aber wir gehen wieder zurück, denn wir wollen VR-Fahrt machen. Legen wir mal kurz meinen Controller zur Seite. Shit, okay. Dann müssen wir das jetzt so probieren. Also, wartet mal. Einen Augenblick. Es ist warm und meine Dings hat gerade geschlagen. Aber jetzt sind wir wieder am Start. So, VR-Fahrt. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir können den Speedway nehmen, Küste. Alle anderen wieder mal rum. Nicht? Okay. Ja, ja, warum auch? Ja, wir müssen dann wahrscheinlich hier auch die Level freischalten, alles. Und dann würde ich sagen, ich bin Level 2 eigentlich, aber naja. Wir gehen mal in den Speedway, oder? So, und abends. Das sieht nie wie abends aus, aber egal. So. Okay, wir nehmen ein Auto, wo wir auf der richtigen Seite sitzen. Also, wir nehmen den Golf. Gute Wahl. In Weiß, Automatik. So. Wir haben auch noch Lenkrad, also VR plus Lenkrad. Das wird ja lustig. So, ich muss mal kurz fühlen. Okay, da ist die Kupplung.
Da ist die Bremse und da ist das Gaspedal. Okay. Zweiter Fahrer, Fokus. Okay. Kurz ausrichten das Bild. So. Jetzt mal genau in der Mitte sitzen. Alles klar, wird vorbereitet. So. Okay, starten wir, oder? Starten wir. Schau uns mal den VR-Modus an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Grafik. Wow! WTF! WTF, WTF. WTF. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, das ist ja abnormal, ey. Und das kriegt die VR-Brille hin, ey. Hallo, warum habt ihr das nicht vorher schon hinbekommen? Was stimmt mit Drive Club nicht? Alter. Ist ja mal geil. Geilo. Also es ist, okay, man sieht, die Tribünen sind alle leer. Das ist wahrscheinlich der VR-Modus, der wird wahrscheinlich... Das ist eigentlich gar nicht mal so doof gemacht dann eigentlich, ne? Also wenn das so ist, ist ja hammergeil. Okay, also hier tust du trotzdem gerade gucken irgendwie, aber... Wie viele Runden gibt es denn eigentlich? 10 Runden. Die ziehen wir jetzt mal komplett durch. Meine Playstation... Ich glaube, die ist gerade überanstrengend. Ich hoffe, dass es nicht einen Geist aufgibt. Okay. Kamera springt gerade ein bisschen rum mit der Perspektive. Ich hoffe, das ist nicht ein Problem. Aber die Qualität, ey, das ist ja für ein Gran Turismo, ey, absolut Burner. Das blendet das Licht, das ist ja abnormal. Ja, man merkt aber hier auf den Strecken, ne? Die Strecke ist jetzt von der VR-Brille jetzt. Ich weiß ja nicht, ob ihr die gleiche Qualität seht, aber man merkt schon, dass es auf der Strecke sehr, die Linien sehr ein bisschen verwaschen sind. Aber das ist jetzt auch nicht das Problem, ehrlich gesagt. Also das stört mich überhaupt nicht. Nur, dass meine Brille langsam beschlägt vor Hitze und vor, ja, also für jeden Autofan. Brutal, Leute, brutal. Hey, das fühlt sich echt hart an, ey. Ich meine, ich habe schon VR, also die Drive Club VR schon gespielt, hallo. Und jetzt hier, ey, mir wird echt warm gerade, ey. Das ist nicht übel, sondern, also ich weiß nicht, ich fühlt sich... Ey, abnormal, absolut geil, also absolut Burner. Das ist die Drive Club sogar ein Scheißtrick dagegen, oder? Ich habe das nicht mehr gefühlt, dass es so gut aussieht. Keine Ahnung, eins von beiden. Aber es sieht schon klasse aus, definitiv. Wo ist eigentlich der Fokus? Der ist ganz weit hinten. Okay, wir machen noch gute Kurven. Aber man merkt jetzt auch wieder, der VR-Modus ist auch wieder nur so ein Teil, wo man sagen könnte, hey, reinschnuppern und das war's. Aber mehr bietet es halt auch wieder nicht. Halt, ne? Ein Gegner, wenigstens einen Gegner im VR-Modus. Schade, dass man da nicht noch mehr einstellen kann. Wäre nicht schlecht. Wow. Also, wie rund müssen wir denn noch fahren? Wird langsam heiß. Okay, hat sich erledigt. Aber schau mal ein bisschen um hier. Schon geil. So. Bild ausrichten. Genau. Ja, das ist hier blöd. Wenn ich mal Bild ausrichten muss, muss ich ja halt die Optionstaste drücken für ein paar Sekunden und damit halt auch, ja. So, ich würde sagen, gehen wir in die Wiederholung. Kamerawechsel. Okay, das geht nicht. Schade. Also nur im Spiel. Nur fahren. Schade.
Schade, 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 schade. Einen Augenblick, ich muss mal wieder die Feuer anpassen. Alles beschlagen wieder, wie verrückt. Brutal. Echt brutal, Leute. Echt brutal. Ist ja schlimm, ey. Boah, heiß. So, auf geht's. Auf eine neue Runde. Diesmal nehmen wir eine anspruchsvollere Strecke. Ja, wir müssen halt noch die Strecken halt noch nehmen, die ich hier zur Verfügung habe. Tut mir leid. Da kriege ich auch keine Punkte. Also das ist einfach nur just for fun, wie ich merke. Und das nehmen wir mal, ja, nehmen wir Mittag. Ich würde sagen, das nehmen wir mal was richtig Schnelleres, würde ich sagen, oder? Ein BMW, nein. Lexus, darauf hätte ich Bock. Und was haben wir hier? Mitsubishi Evo Final Edition, den gleichen. Könnte noch Mercedes fahren. Aber wo ist denn da die Sitzkabine? Links oder rechts? Ah, ich plädiere. Okay, wir sitzen auf der richtigen Seite. Wir nehmen den Lancer. Lexus meine ich. Sorry Leute, sorry für den Verwechslung. So, Mann, ich bin total aufgeregt, ja. So, ordentlich mal hinsetzen auf meinen Sitz. Oh. So, okay, sorry für so laut. So. Ein Scirocco GR4. Oh, das wird mir Absack gefallen. Wenn er das Auto fahren darf. So, Bild ausrichten. Irgendwas stört jetzt gerade hinten am Rücken. Aber egal. Yeah, Sound. Gib mir. So, okay. Let's go. Wow. Okay. Wow, ich wollte auf die Strecke achten. Ey, das fühlt sich immer richtig klasse an. Wow. Lexus ist besser wie Scirocco. Vogel. Mach eine Fliege. Uah. Uah. Ich muss noch die Winkel raussuchen für den Kurvenverhalten. Achso, das sind Schiffe. Oh! Arme Lenkrad, mein Lenkrad ist kaputt. Nicht so gut. Überhaupt nicht, meine Freunde. Überhaupt nicht. Was? Okay, auch sehr verpixelt. Die Werbetafel. Das hier oben ist auch sehr verpixelt. Also über die VR-Brille. Aber stört nicht wirklich bis jetzt. Also es ist auch sehr matt, wie man hier sehen kann. Also bei mir jetzt auf der VR-Version, also auf der VR-Brille, ist es ein bisschen matt alles geraten. Aber so im Auto, da ist es wirklich alles schön im Glanz. Und wenn ich jetzt wirklich mal ehrlich sein darf, hier ist es auch sehr ein bisschen verpixelt. Also ist noch nicht wirklich ausgereift anscheinend. Oder ist es normal so? Ich weiß nicht. Oh. Nicht mit mir. Was ist das für ein Friedensspiegel? Oh.
Au, mein Finger. Was für ein Sound. So, zweite Runde. Ja, wir sind wohl gleich wieder vorbei. Hey. Können wir gleich nochmal ein Auto fahren. Ein anderes Fabrikat. Oh, da guck mal, eine GoCam. So. Cool. Nice. Und wieder weg. Hammergeil, Leute. Hammergeil. Also, echt nur zu empfehlen. Spielmodus. Jetzt machen wir rückwärts. Können wir nicht mal was anderes nehmen? Nehmen wir mal hier mal so eine Strecke. Komm, Leute. So, Tag, Nachmittag. Ja, hört sich gut an. So, was für ein Auto nehmen wir diesmal? Ein Toyota würde mich auch reizen, aber das sitzt auf der rechten Seite. Mitsubishi. Alfa Romeo. Genau, wir nehmen den mal. Wir nehmen das mal, komm. Nehmen wir in weiß oder in rot? Weiß oder rot? Nehmen wir rot. Standard. Für Alfa Romeo. Interessantes Cockpit, schon mal. Dann bin ich mal gespannt. So, gegen den Roadster S. Das ist Mazda. Mazda? Ja, genau, Mazda. Mazda, da ist kein Platz da. Deswegen kommt Toyota. Nee, Alfa. Und Romeo. So. Also für einen Stussig-Laber, hä, Leute? Ey, und das ist sowas nennt sich Let's Player. So. Oh, schön, okay. Ich hoffe, das ist jetzt, das ist das allererste meine Berührung auf Schotter. Und mal gucken, wie ich da abschneide. Wo ist der Gegner? In der Wow. Ist das Auto dafür überhaupt die Strecke geeignet hier? Ich glaub nicht. Okay. Ich sollte vielleicht mal eher den folgen. Ey. Boden. Was ist das für ein Boden? Also Driften ist hier schwer, definitiv. Also die Strecke lohnt sich nicht für den VR zu fahren. Das ist, sieht ja schrecklich aus. Also der Boden sieht aus wie auf der PS2-Zeit. Ehrlich gesagt, also es wirklich sieht schrecklich aus. Also und die Bäume, boah, nee, Leute, das kann. Ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt in einer anderen Qualität sehen, aber mit dieser VR-Brille hier macht das nicht viel Sinn. Ey, da kommt es ja gar nicht hier richtig klar. Das komplettes falsche Auto. Au.
Ja, ja. Wedel ruhig weiter mit deiner Flagge. So, das andere. Ob wir da hier den ersten Platz kriegen können. Oh, ich sehe schwarz, meine Leute. Ich sehe schwarz. Wahrscheinlich haben sie mir extra den Roadster als Gegner gegeben, weil der ein bisschen langsamer ist. Gut möglich. Ich hoffe es nicht. Aber ich hoffe es auch. Wow, 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 wow. Nein! Ja, ist okay. So. Rückwärts Gas geben. Ja, hallo, rückwärts. Der lenkt nicht mal. Das Auto kaputt oder was? Ja, wedel du ruhig weiter. Ey, meine Fresse. Also das ist... Das ist so schrecklich. Also mit dem Auto hier auf der Strecke, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Mit dem Roadster vielleicht, ja. Der muss ja hier mit Gas spielen. Oh, einmal aus, einmal weg und dann bist du raus. Sag's mir. Gib mal Vollgas. Yeah, habt ihr das gesehen, hä? Hey, das macht doch keinen Sinn. Leute, nein. nicht mit mir. Katastrophal, Leute. Katastrophal. So, fahren wir nochmal mit Roadster, aber nochmal. So. Dämmerung. Okay, also. Jetzt nehmen wir mal ein Auto, was ein bisschen Vierradantrieb. Das ist Rallye, okay. Ja, komm, fahren wir noch einmal eine Runde mit Mercedes. Und danach Ende Gelände, oder? Ja, denken wir das heute lang. Gegen M6 GT3. Ah, gegen den BMW. Mercedes gegen BMW, na toll. Na, ich bin mal gespannt, wie das Auto ist. Bin eigentlich gar kein Mercedes-Fan, aber naja. Für euch mache ich das also einfach mal. Weil so viele Fahrzeuge habe ich jetzt momentan auch nicht zur Verfügung. Dann müsste ich erstmal das Gran Turismo ein bisschen spielen. Und das können wir erst machen, wenn wir weiterspielen. Aber das ist morgen. Heute gibt es nur einen kleinen Einstieg. Also heute mache ich nur ein paar Challenges sozusagen. Okay. Gut, dann starten wir. So. Ui. Okay. Bist du schlecht, mein Freund? Ich kann ja nicht mal die Schwierigkeit gerade anstellen. Eine Herausforderung oder so. Das war zu schnell gelenkt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Nutzschleife schon mal in VR. Das wird so hart, ey, sage ich euch. Und das werde ich auf jeden Fall durchziehen. Aber ihr könnt ja schon mal in die Kommentare drunter schreiben, wie viele Runden dann Nutzschleife gemacht werden darf.
in VR, wie viele Runden ich fahren soll. Soll ich meine Augen kaputt machen oder... Ja, wie gesagt, ab in die Kommentare wegen Nordschleife und da bin ich echt mal gespannt. Das wird ein ganz anderes Fahrgefühl, definitiv. Boah, ich fahre sehr gerne Nordschleife, definitiv. Aber mit VR dann, boah, und Lenkrad, boah, also... Prost, Mahlzeit. Okay, jetzt habe ich den Bremspunkt verpasst. Aber ich habe es mal gut fangen können. Der andere ist auch hinter uns. Boah, der flackert mir die ganze Zeit ins Gesicht. Nervtötend. So, also, mal rechts halten. Brennpunkt wieder verpasst. Kriege ich es noch? Nee. Shit. Ja, ihr würdet es wahrscheinlich anders mitbekommen wie ich jetzt hier, aber hier war das gerade echt übelst knapp. Also es hat sich ja stark an Tod erinnert. An Tod? Wie komme ich denn eigentlich auf Tod? Keine Ahnung. Angst. Angstschweif. Angst. So, okay. Gut, okay. VR. Alles klar. Cool. Grafik von den Autos. Absolut top. Manche an der einen Strecke war es jetzt gerade sehr schlecht. Und ja, aber sonst kann ich sagen, VR-Modus ist gelungen bis jetzt, kann man sich gönnen. Klar, gegen richtigen 4K-Auflösung kann man da nicht mit halten, aber für das Spiel, was es noch alles zu bieten hat, wenn man alles freigeschalten hat, in dem Sinne, wird es bestimmt auch viel Spaß machen. Online-Modus gibt es, glaube ich, kein VR. Müssen wir aber noch schauen, aber das alles andere kommt ja noch. Okay, da würde ich sagen, verabschiede ich mich mit VR-Modus von Gran Turismo Sports. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder alle dabei. Und ja, liken und kommentieren. Support ist kein Mod. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Beim Livestream oder sonstiges. Wir werden mal sehen, was auf uns in den kommenden Tagen zukommt. Und was uns erwartet. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000 mit Gran Turismo Sport. So, jetzt muss ich mal die Taste finden für Share. Genau, so.